Cool. Nachdem es technische Schwierigkeiten gab, bin ich gefühlt immer besser, weil unter Druck und wenn ich Zeitdruck habe, vor allem rede ich schneller und hoffentlich verständlicher und vor allem witziger, weil das Thema ist super ernst, deshalb von vornherein, mir ist der Ernst der Lage durchaus bewusst, dass es ein ernstes und vielleicht auch trockenes Thema wird, weil es geht ja auch ein bisschen um ein neues Gesetz, das wir uns überlegen. Und wenn ich dann ein paar Witze zwischendurch mache, dann tut mir den Gefallen und lacht bitte, damit ich mich einfach wohler fühlen kann. Genau. Ich will heute drüber sprechen, über digitalen Gewaltschutz, wie wir Betroffene ermächtigen können und leider ist der Rest des Satzes weg, anstatt immer nur weiter uns zu überlegen, wie wir Plattformen regulieren können, wie wir Polizeien ermächtigen können, wie wir den Datenschutz mal ein bisschen beiseite schieben können, sondern lieber darauf zu schauen, was brauchen eigentlich Betroffene von digitaler Gewalt und wie kann man den Zugang zum Recht ein bisschen vielleicht angenehmer machen. Vielleicht bevor ich loslege, zuerst zu mir. Ich bin Sina Laubenstein. Ich arbeite seit 2016 zum Thema Hate Speech. Das hat sich dann relativ schnell gewandelt zu digitaler Gewalt und Desinformation und Verschwörungserzählungen. Ich war erst bei den Neuen Deutschen MedienmacherInnen und bin jetzt seit circa einem Jahr beim Institute for Strategic Dialogue, aber auch bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Also es sind so zwei Stellen, die ich nebeneinander mache. Und bei der GFF berate ich den Entwurf eines digitalen Gewaltschutzgesetzes. Das vielleicht auch vorab, ich bin Politikwissenschaftlerin, ich bin keine Juristin, das heißt, wenn sich irgendjemand irgendwelche Paragraphen wünscht, das kann ich leider nicht liefern, weil ich das einfach nicht weiß. Ich werde auch nicht aus dem Strafgesetzbuch oder sonst irgendwelchen Gesetzbüchern zitieren und es wird keine Juravorlesung. Also alle, die jetzt gehen wollen, gerne, ansonsten könnt ihr gerne natürlich bleiben. Zur Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ich weiß nicht, ob jemand die GFF kennt. Wenn nicht, erzähle ich es trotzdem. Oder wenn ja, erzähle ich es trotzdem. Die GFF verteidigt die Grund- und Menschenrechte mit rechtlichen Mitteln, einmal mit juristischen Interventionen, aber vor allem auch mit strategischen Klagen. Was bedeutet das? Wir werden darauf aufmerksam gemacht oder meistens sind wir auch selbst aufmerksam genug, zu sehen, dass irgendwas nicht so ganz korrekt ist und irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Zum Beispiel, dass Menschen nicht zum Arzt gehen können, weil sie keine Papiere haben, weil sie Angst haben müssen, dass sie abgeschoben werden. Oder dass jemandes Karriere beendet wird, weil der Arbeitgeber denkt, ach, die ist auf Tinder, das bedeutet, die kann offensichtlich keine gute Arbeitnehmerin sein. Oder dass irgendwelche Inlandsgeheimdienste das mit dem Datenschutz nicht so ganz genau nehmen und da auch mit den Grundrechten nicht ganz so genau nehmen und weder transparent kontrolliert werden oder transparent agieren. Genau, also das ist so, was die GFF macht. Wir sind öfter mal in Karlsruhe, das mag die Bundesregierung mal mehr, mal weniger, je nachdem, auf welcher Seite sie steht, aber das ist, was wir bisher so gemacht haben. Ich erzähle euch gerne gleich, warum die GFF jetzt denkt, dass wir uns den digitalen Gewaltschutz auch noch antun müssen. Davor aber ganz kurz, ich hoffe, darauf können wir uns einfach einigen, wenn nicht, dann wird es ein ganz anderer Vortrag gleich. Ich glaube und hoffe, wir sind uns alle einig, dass es effektive Maßnahmen braucht gegen digitale Gewalt. Ich hoffe, wir können uns darauf einigen, dass digitale Gewalt, Hass im Netz, Cyberstalking, Cyberbelästigung ernstzunehmende Probleme sind und es bisher noch nicht genügend gute Mittel gibt, darauf zu reagieren. Wenn wir uns darauf einigen können, wäre ich sehr glücklich. Okay, ich sehe Nicken. Ansonsten kann ich euch erklären, warum ich finde, dass wir uns darüber unterhalten müssen. Aber wie gesagt, es wird ein anderer Vortrag dann. Und ich habe ein falsches Slide-Deck dann dabei. Genau, also warum beschäftigt sich die GFF, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, mit dem Thema digitalen Gewaltschutz? Vor nicht allzu langer Zeit, 2019, ging die Diskussion los um die Klarnamenpflicht. Ich glaube, es war schon früher, aber das waren so die jüngsten Artikel, die ich jetzt gefunden habe in meiner super vorbereitenden Recherche gestern Nachmittag. Die GFF, genau, zuerst mal, ich arbeite seit 2016 in dem Bereich und es gibt Menschen, die schon Jahre länger in dem Bereich arbeiten, auch Betroffene, die schon viel, viel länger darauf hinweisen, dass wir irgendwas machen müssen und dass wir sinnvolle Maßnahmen brauchen. Es hat bis 2019 gedauert, dass man sich mal Maßnahmen überlegt hat. Ich weiß, wir hatten vorher das NetzDG verabschiedet. Das ist nice to have, wenn man möchte, dass private Unternehmen solche Entscheidungen treffen. Aber bis 2019 war die Ansage aus der Politik von verschiedenen Menschen auch, ja, du,
wenn du Gewalt abkriegst im Netz, dann mach halt Facebook aus. Und dann hat sich das erledigt. Das ist doch super. Das reicht doch. Es heißt, als dann die Debatte zur Klarnamenpflicht losging, war erstmal so der Moment da zu denken, okay, es ist ja schön und gut, es wird wenigstens ernst genommen. Das Argument, dass die Politik, die Medien und auch einige Initiativen nach wie vor fahren und seit 2019 eben fahren, ist, wenn wir die Menschen zwingen, sich mit ihrem echten Namen in den sozialen Netzwerken anzumelden, wird es schon nicht zu so viel Hass kommen. Dann ist das Problem gelöst, weil niemals würde mich jemand einfach so mit seinem echten Namen im Netz beleidigen. Ich glaube, wir wissen alle, dass dem nicht so ist. Wir haben ganz, ganz wenig Hemmungen im Netz. Es gibt verschiedene Studien, die das beweisen oder belegen. Es gibt Betroffene, es gibt Initiativen, die sagen, das bringt alles nichts. Wir brauchen keine Klarnamenpflicht, es geht am Problem vorbei. Und trotzdem hält sich dieser Wunsch nach Verifizierung und Klarnamen seit 2019. Es kam auch 2021. Ich finde ja immer, wenn die Polizei sowas ganz arg fordert, dann müsste man vielleicht nochmal genauer hinschauen. Ich will gar nicht die Strafverfolgungsbehörden kaputt machen. Die machen viele da machen gute Arbeit. Und auch 2022 gab es wieder die Forderung nach Klarnamen im Netz. Es gibt eine Studie aus Südkorea, da wurde das tatsächlich ausprobiert, dass man die Menschen gezwungen hat, sich unter Klarnamen anzumelden. Das ging dann eine Woche gut. Da waren alle noch, okay, mal schauen, was passiert. Und dann ging es bergab. Also eine Klarnamenpflicht, es wurde getestet und es funktioniert nicht. Es gibt Betroffene und Aktivistinnen, die sagen, wenn ich mich unter meinem Klarnamen anmelden muss auf Facebook, auf Twitter, dann kann ich nicht mehr aktiv sein, weil man wird gezwungen, sich zu outen, in Anführungszeichen. Es wird keine Berichte mehr geben von irgendwelchen Arbeitsumfeldern. Keiner wird mehr den Mund aufmachen und irgendwas kritisieren, weil man Angst hat davor, was die Konsequenzen sein könnten. Deshalb Klarnamenpflicht finde ich persönlich nicht so gut. Ich hoffe, man merkt, aber findet auch die GFF nicht so toll. Deshalb hatte man sich überlegt, und das vielleicht auch noch am Rand, ich schweife immer super ab, was ich ganz spannend finde, ist, dass man versucht, sobald es ums Internet geht und vor allem, wenn es um die schlechten Seiten im Internet geht, dass wir versuchen, das, was im analogen Raum funktioniert, ins Internet zu übersetzen. Und ich glaube, man muss wohin kommen, dass man sieht, wie funktioniert das Internet, was ist die Infrastruktur des Netzes, und da gehört Anonymität und Privatsphäre auch dazu. Und dafür Maßnahmen zu schaffen, die auch diese Aspekte, diese Charakteristika des Internets schützen. Und die Klarnamenpflicht ist für mich so, ja, wir haben es im Analogen, haben wir die Persos, dann machen wir es doch im Internet genauso. Finde ich, funktioniert nicht. Deshalb hat sich 2019 Ulf Burmeier, unser Vorstandsvorsitzender, und die GFF überlegt, okay, was könnte man stattdessen machen? Wie kann man die Anonymität und die Privatsphäre im Netz wahren und gleichzeitig aber auch Betroffene unterstützen? Welche Maßnahme könnte man einführen, die effektiv für Betroffene ist, aber dabei gleichzeitig grundrechtssensibel bleibt? Und da ist dann eben Vorhang auf für den Vorschlag der gerichtlich angeordneten Accountsperren, die es eben auch in den Koalitionsvertrag geschafft haben. Und weil die GFF die Sperren sich 2019 überlegt hat, seitdem immer mal wieder ins Gespräch bringt und andererseits aber die Grundrechte im Blick hat, dachten wir, okay, wir sind vielleicht prädestiniert dazu, uns dazu einen Vorschlag auch zu überlegen. Es ist vielleicht ein bisschen gegensätzlich, dass gerade die GFF bei allem, was sie macht, die Accountsperren fordert. Aber ich glaube, genau deshalb können wir das fordern oder wollen wir das auch ausarbeiten, um eben sicherzugehen, dass die Grundrechte gewahrt werden und die Meinungsfreiheit geschützt wird und gleichzeitig aber auch gegen digitale Gewalt vorgegangen wird. Warum wir einen Neustart brauchen beim digitalen Gewaltschutz, wo wir doch das Strafrecht haben, das Netz-DG haben, jetzt den DSA, Digital Services Act, digitale Dienstegesetz. In der letzten Session musste man alle Abkürzungen ausformulieren, deshalb Netz-DG ist Netzwerkdurchsetzungsgesetz, sorry. Deshalb mache ich das jetzt genauso. Erkläre ich jetzt, also wieso brauchen wir den Neustart, obwohl wir all das schon haben? Wieso brauchst du weitere Maßnahmen, obwohl es das alles schon gibt? Und dann erzähle ich euch tatsächlich, was unser Vorschlag ist. Und wenn die Zeit nicht reicht, dann halte ich mich nur an den Problemen auf und kann das ganze Neue weglassen und setze mich überhaupt keiner Kritik aus. Genau, vielleicht zuerst zum Strafrecht. Warum reicht das Strafrecht nicht? Warum reicht die Strafverfolgungsbehörden nicht aus? Ja, es gibt das Strafrecht und ja, man kann Menschen anzeigen, man kann das auch online machen in fast allen Bundesländern. Ich glaube, man kann jetzt inzwischen fast überall auch Anhänge hochladen, was
super ist, weil vorher war es so, man muss einen Screenshot machen, konnte aber den Screenshot nicht mit hochladen. Was nicht so toll war, aber es tut sich was. Also es tut sich was. Langsam, aber es passiert was. Aber man weiß halt nicht, wie es dann weitergeht. Die Polizei erwischt die Menschen viel zu selten, die was machen. Das hat auch eine Recherche von Jan Böhmermann gezeigt. Also wer das Ganze noch mal witziger sehen will, Jan Böhmermann hatte das im Mai, glaube ich, veröffentlicht. Es hat ganz viele verschiedene Gründe, warum die Polizei da nicht oder Strafverfolgungsbehörden nicht so super fix sind. Das kann daran liegen, dass man zu wenig Personal hat oder zu wenig Personal für das Thema digitale Gewalt, zu wenig Kompetenzen auch hat, zu wenig Sensibilisierung hat für das Thema digitale Gewalt. Aber es liegt auch am Strafrecht selber. Das Strafrecht ist dazu da, einzelne Menschen zu bestrafen. Und man muss diesen einzelnen Menschen 100% nachweisen, dass sie eine Straftat begangen haben, also einen Tweet abgesetzt haben. Es reicht also nicht, wenn man weiß, von welcher IP-Adresse die Nachricht kam. Es reicht nicht, von welchem Laptop die Nachricht kam, denn, und das passiert immer wieder, dass gesagt wird, ja, aber hier sind noch meine 10 WG-MitbewohnerInnen, die das auch mitbenutzen. Und den Laptop teile ich mir mit meinen 3 Kindern, die das auch mitbenutzen. Daher bringt auch die ganze Diskussion über die Vorratsdatenspeicherung, die wir uns jetzt ja gerade auch wieder antun müssen, genau gar nichts. Die Vorratsdatenspeicherung bringt aus vielen Gründen nichts, aber vor allem auch, weil die Daten nur zur Verfolgung von schweren Straftaten genutzt werden dürfen. Hass im Netz, digitale Gewalt fällt da eher weniger drunter. Kurz, es reicht nicht, wenn man weiß, wem ein Account gehört. Es könnte ja jemand anders sein, der das Handy bedient, der den Laptop bedient. Daher hilft ja auch die Klarnamenpflicht nicht weiter. Das bringt, also ja, ich glaube, man versteht's. Das Strafrecht ist wichtig und richtig. Im Bereich Hasskriminalität, digitale Gewalt ist es nicht ausreichend und aus strukturellen Gründen einfach nicht effektiv. Das heißt, wir müssen uns was anderes überlegen als das Strafrecht. Gut, hat die Politik gemacht, hat sich Regulierung überlegt. Es kam das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Schauen wir mal, wie lange es noch Bestand hat. Jetzt wurde der Digital Services Act, DSA, Digitale Dienstegesetz, verabschiedet. Ich glaube, ab nächstem Jahr oder so ist es dann auch in Kraft, weiß ich gerade gar nicht genau. Genau, also das Netz, kurz zum NetzDG, ich weiß nicht, ob das alle kennen, aber das war so das erste Gesetz, um die Plattform mal in die Mangel zu nehmen. Man musste innerhalb von 24 Stunden, sollten strafrechtlich relevante Inhalte gelöscht werden, wenn es ein bisschen kritischer war, haben die Plattformen 7 Tage lang Zeit. Das entscheidende Detail ist, die Plattformen entscheiden das. Die Plattformen treffen die Entscheidung, was extrem kritisch ist, wenn ein privates Unternehmen entscheidet, was gerade eine Rechtsverletzung ist und was nicht. Ich meine, es gibt Menschen, die studieren Jura über Jahre und können diese Entscheidung manchmal nicht schnell treffen. Außerdem wird das NetzDG weitgehend aufgehoben, sobald der DSA in Kraft tritt. Das ist zumindest meine Vermutung und die Vermutung von ein paar Juristinnen im Team. Also ich habe die Expertinnen gefragt. Und das NetzDG war auch bisher diesbezüglich weitgehend wirkungslos, insbesondere weil das NetzDG keine Accountsperren vorsieht. Es gibt bisher keine Maßnahmen, die vorsehen, dass deutsche Gerichte Accounts im Netz sperren können und sperren dürfen. Im DSA gibt es auch Accountsperren. In Artikel 23 Absatz 1 sieht der DSA vor, dass Plattformen bei Missbrauch ihrer Dienste Accounts vorübergehend sperren müssen. Das hindert aber den nationalen Gesetzgeber nicht dran, dass wir nicht auch sowas reinschreiben dürfen, sodass das auch deutsche Gerichte entscheiden dürfen. Und vor allem, dass ein Gericht in Deutschland entscheiden kann, dass es einen Account gesperrt haben will, auch wenn die Plattform sagt, sie will es bestehen lassen. Die Plattformen dürfen und können auch weiterhin nach ihren Community-Standards sperren. Was wir aber eben wollen, sind rechtsstaatliche Verfahren für Account-Sperren, die eben auch gegen den Willen der Plattform durchgesetzt werden können. Und es gibt, und das ist euch vielleicht klar, auch ganz viele ungerechtfertigte Account-Sperren, die die Plattformen einfach durchführen. Und das sehen wir zum Beispiel super kritisch. Wir sagen nicht, dass jeder Account jetzt sofort gesperrt werden soll, sondern vielmehr brauchen wir die richtigen Sperren. Also die Menschen oder die Accounts müssen gesperrt werden, die eben immer und immer wieder andere Menschen angreifen, andere Menschen belästigen. Genau, deshalb haben wir uns überlegt, okay, wie kann man es schaffen, wegzukommen vom Strafrecht? Wie kann man es schaffen, wegzukommen von den privaten Unternehmen, die diese Entscheidungen treffen? Und haben uns überlegt, dass wir ein eigenes digitales Gewaltschutzgesetz schreiben.
Wir kämpfen, die GFF kämpft seit 2019 für eine Ergänzung zum Strafrecht. Wir setzen uns dafür ein, dass Accounts gerichtlich gesperrt werden können, ganz ohne Klarnamen, als zivilrechtliche Maßnahme zur Ermächtigung von Betroffenen und eben Richterinnen. Das heißt, ich muss nicht wissen, wer hinter dem Account steht. Es ist ganz egal, welche Person hinter dem Account steht. Der Account, dieses Instrument, mit dem Hass verbreitet wird, mit dem Menschen angegriffen werden, wird einfach unbrauchbar gemacht. Ich hatte vor einem Jahr ungefähr bei der GFF angefangen. Und 2 Monate später kam der Koalitionsvertrag und da stand dann drin, ja, wir machen ein Gesetz gegen digitale Gewalt und machen auch richterlich angeordnete Accountsperren. Ich so, ja, super, dann mein Vertrag läuft aus bis Jahresende, fertig. Nee, dem ist natürlich nicht so. Wir schreiben trotzdem unser eigenes Gesetz und nachdem wir immer wieder in Gesprächen waren mit verschiedenen Menschen, bin ich auch ganz dankbar darum, dass wir dieses Gesetz doch noch schreiben und uns doch noch was überlegen. Einfach, weil ich das Gefühl habe, digitale Gewalt fällt gern hinten runter, auch wenn es im Koalitionsvertrag steht, heißt es ja nicht, dass irgendwas gemacht wird. Das stand die letzten Jahre viel im Koalitionsvertrag oder in den Koalitionsverträgen und gemacht davon wurde nur Minderheit, von daher yay. Und auch nachdem ich die Digitalstrategie gesehen habe, die berühmt-berüchtigte, bin ich auch ganz froh, dass wir uns drum kümmern, weil Accountsperren da erstmal draußen waren, wurde noch nicht mal reingeschrieben. Dann wurde reingeschrieben, es wird geprüft und jetzt steht endlich mal drin, dass es ermöglicht wird. Also selbst in der Digitalstrategie, und es ist ja ein Digitalthema, kam es nicht so richtig vor. Deshalb, die GFF hat es weiter im Blick und hat deshalb die Marie-Munk-Initiative letztes Jahr initiiert, wo wir an einem Gesetz arbeiten. Und das Gesetz umfasst verschiedene Elemente, aber der zentrale Teil sind eben die richterlich angeordneten Accountsperren. Und weil ich das anfangs gesagt habe, was die GFF bisher so gemacht hat und wir uns jetzt quasi dieses Thema raufgeladen haben, will ich auch kurz was zu unserem Prozess sagen. Ich und auch die GFF, wir wissen, wir sind nicht die Initiative, die prädestiniert ist für digitale Gewaltthemen. Wir sind nicht die Expertinnen und Experten zu Hate Speech, Cyberstalking und so weiter. Aber deshalb sprechen wir seit knapp einem Jahr mit Initiativen, Expertinnen, Rechtswissenschaftlerinnen, Juristinnen, Anwältinnen, allen möglichen Menschen, die irgendwas zu dem Thema schon gesagt haben, sagen können und sich da einen Namen für gemacht haben, weil wir vielleicht dieses juristische, oder nicht vielleicht, wir haben das juristische Wissen, wir können das machen, aber wir haben nicht diese Erfahrungswerte, die Betroffene von digitaler Gewalt beispielsweise haben. Und das ist genau der Anspruch, den wir aber haben. Wir wollen ein Gesetz am Ende haben, das Betroffenen hilft, das nicht die Bedarfe von Betroffenen immer wieder auf die Seite schiebt, wie es bisher passiert ist beim NetzDG, beim DSA, bei der Digitalstrategie. Genau. Und was wollen wir machen? Es ist schade, dass die Zeit nicht schneller geht, weil jetzt muss ich ja tatsächlich erzählen, was wir machen. Genau. Bisher ist es so, wenn ich eine digitale Gewalterfahrung mache, sei es, dass mir irgendeiner im Netz jeden Tag 10 Dickpics schickt und das ist tatsächlich strafrechtlich relevant, das kann man zur Anzeige bringen, aber es dauert halt immer wieder. Egal, also ich mache eine digitale Gewalterfahrung im Netz. Ich habe bisher 2 Schritte, würde ich sagen. Ich kann Anzeige erstatten, Online-Anzeige erstatten und vielleicht passiert was, vielleicht aber auch nicht. Weiter geht's. Oder ich kann es bei der Plattform melden und vielleicht passiert was, vielleicht aber auch nicht. Es gibt auch schon diese dritte Option. Ich nenne es mal Option Hate Aid. Ich weiß nicht, ob ihr Hate Aid kennt. Wenn nicht, dann googelt Hate Aid mal. Die machen ganz tolle Arbeit, die einen Auskunftsanspruch durchsetzen gegen Plattformen, um dann ein Verfahren gegen AccountinhaberInnen zu führen. Das dauert aber immer relativ lange, weil die Plattformen natürlich nicht gerne rausgeben, was sie so wissen und was sie so haben. Genau, und was wir machen wollen, ist so eine Stärkung dieses dritten Wegs, dieses Hate-Aid-Wegs mit den Auskunftsansprüchen. Und zwar wollen wir Betroffene ermächtigen, selbst aktiv werden zu können und einen Zugang zum Recht zu haben. Keine Sorge, das sieht jetzt vielleicht ein bisschen klein aus, bei mir auf dem Rechner sieht es klein aus, aber wir gehen das dezidiert durch, kein Problem. Und zwar ist der Anfangspunkt wieder, ich mache eine digitale Gewalterfahrung, ich oder eine Hilfsstelle sagen dann, wir wollen, dass der Account gesperrt wird, das Gericht entscheidet ganz fix, dass der Account gesperrt wird, die Plattform macht das ganz fix. Und damit hat sich's erledigt. Das ist so der Schnelldurchlauf, die Idealvorstellung. Wir wissen, das echte Leben läuft nie so ideal ab. Deshalb gehe ich das mal in kleiner durch, aber trotzdem noch im Idealfall. Genau, ich mache die digitale Gewalterfahrung. Ich oder eine Hilfsstelle verlangen die Sperrung eines Accounts. Bedeutet, wir füllen eine Art Formantrag aus, auf dem steht, der Account hat
mich so deshalb verletzt, deshalb ist das eine Gewalterfahrung, bitte sperrt diesen Account. Was ich ganz wichtig finde an unserem Entwurf, und das finde ich auch zentral, und dafür habe ich, aber haben auch ganz viele andere gepusht, ist, dass auch betroffenen Organisationen diesen Antrag stellen können. Bisher, was ganz viele Menschen davon abhält, solche Anträge zu stellen, ist, dass sie mit ihrem Klarnamen dahin gehen müssen und Sorge haben, dass TäterInnen ihren Namen rausfinden und sie dann und Adresse rausfinden und noch was weiß ich was alles rausfinden und deshalb diesen Schritt nicht gehen wollen. Deshalb auch betroffenen Organisationen sollen ermächtigt werden, diese Anträge stellen zu dürfen, weil bisher ist es nicht so. Bisher kann keine Hilfsstelle diesen Antrag stellen. Bisher gibt es den Antrag auch nicht, aber bisher darf keine Hilfsstelle sowas machen. Genau, also wir stellen den Antrag, schicken das ab, geben das zum Gericht. Weil die Accountsperren in einem hohen Maß grundrechtssensibel sind, dürfen und sollen RichterInnen das nur aussprechen, wenn sie zumutbar und verhältnismäßig sind. Heißt, wenn einmal jemand einen beleidigenden Tweet absetzt, reicht es nicht, um den kompletten Account sperren zu lassen, sondern es muss über mehrere Monate vielleicht hinweg sein. Wir arbeiten gerade an so einer Art Kriterienliste, also wie viele Verstöße und wie schwer müssen die Verstöße sein, um da ja, das möglichst verhältnismäßig hinzubekommen. Genau, der Antrag liegt bei Gericht, die RichterInnen denken sich, okay, mache ich mal in schön, zumutbar und verhältnismäßig und spreche die Accountsperre aus. Ich weiß, ein Kritikpunkt ist immer, warum denkt ihr, dass die Gerichte das so schnell hinkriegen? Die sind doch sowieso schon überfordert und überlastet. Im Urheberrecht und in den Pressekammern läuft das ganz schnell. Die können ganz schnell feststellen, wer hier gegen das Urheberrecht verstößt, wo es eine Urheberrechtsverletzung gibt. Deshalb, diese Prozesse sind ja scheinbar da und davon wollen wir uns gerne eine Scheibe abschneiden für dieses Thema digitale Gewalt. Also das ist so unser Idealwunschtraum, dass man das... dass man was lernt aus dem Urheberrecht und den Pressekammern oder zumindest aus den Prozessen drumherum. Genau, also Gericht entscheidet und sagt, Facebook, du musst den Account bitte sperren. Ja, jetzt sind wir bei dem Status NetzDG. Ein Gericht sagt, Facebook, ihr müsst das NetzDG umsetzen. Das heißt ja nicht, dass Facebook das macht. Wir hatten das Anfang des Jahres mit Telegram. Telegram soll irgendwelche Menschen löschen und ausfindig machen. Heißt ja nicht, dass Telegram das dann macht. Deshalb müssen die Plattformen in diesem Verfahren direkt beteiligt werden. Und zwar richtet sich unser Antrag nicht gegen den Account, sondern gegen die Plattform. Die Plattform muss dann den Account zuvor über das Verfahren informieren. Der Accountinhaber, Accountinhaberinnen können dann auch Widerspruch einlegen. Natürlich muss es möglich sein, dass man auch sagt, hey, irgendwas stimmt hier nicht. Aber die Plattform bekommt die Nachricht, dass sie den Account sperren muss und übernimmt auch die Kommunikation mit dem Account. Und während all das läuft, während die Plattform dann den Account informieren, der Account gesperrt wird, kann trotzdem auch noch ein strafrechtliches Verfahren laufen und kann trotzdem noch nach Community-Standards geblockt werden. Es wird auch nicht so sein, dass ich jetzt zu Facebook sage, hey Facebook, sperr mal bitte den Account von Peter Müller. Und dann Facebook den Account sperrt und dann ist alles weg und alle Strafverfahren gegen Peter Müller sind damit dann auch weg, weil der Account ist nicht mehr da. Die Plattformen sind dazu angehalten, die Inhalte des gesperrten Accounts eine gewisse Zeit vorzuhalten und die Plattformen machen das auch schon. Es ist nicht so, dass wir hier was Schlimmes, Neues fordern, sondern das wird sowieso schon gemacht und kann dann eben in parallelen Strafverfahren genutzt werden. So, das sind die richterlich angeordneten Accountsperren. Ich weiß, es ist immer noch alles nach hier ist der Idealverlauf, so möchten wir das gerne haben, aber ich glaube, es ist möglich. Ich glaube, dass wir es haben können. Es sind noch so ein paar Kinks da, die wir so ein bisschen abschleifen müssen, wo wir uns noch mehr mit auseinandersetzen müssen. Zum Beispiel, welche Organisationen können diesen Antrag stellen? Kann da jede Organisation herkommen und sagen, ja, ich unterstütze auch Betroffene und ich stelle jetzt den Antrag bei Gericht? Wie schaffen wir das, dass das grundrechtssensibel, nee, verhältnismäßig ist? Also bei wie vielen Verstößen, was ist die Schwere des Verstoßes, ab wann wird so eine Sperre ausgesprochen? Ist es eine Sperre für 4 Wochen, für 3 Wochen, lebenslänglich? Genau, das sind so Dinge, an denen wir gerade feilen, wo ich auch gespannt bin, wenn ihr da was habt, dann lasst es mich gerne wissen. Aber daran, das diskutieren wir gerade. Ich glaube aber, dass es möglich ist und vor allem ist es was, das relativ simpel scheint umzusetzen und das aber noch nicht gemacht wird. Es wird halt einfach noch nicht gemacht, es ist einfach noch nicht möglich und ich glaube,
wir können es ausprobieren und dann sehen wir, was passiert. Und wenn wir untergehen, dann nehmen wir wenigstens ganz viele mit, so ungefähr. Genau, das ist so der zentrale Teil in unserem digitalen Gewaltschutzgesetz. Der Teil, der mir noch mal viel wichtiger ist, einfach weil ich aus der Zivilgesellschaft komme, ist der Ausbau und der Aufbau von Beratungsstrukturen. Es wird immer wieder gefordert, dass Betroffene von digitaler Gewalt überhaupt keine Anlaufstellen haben, zu denen sie gehen können, mit denen sie sprechen können. Und es wird immer wieder gesagt, ja, das ist super wichtig, aber dann gibt es dafür kein Geld. Die Menschen, die jetzt schon beraten, sind komplett überfordert von der Menge, aber auch von dem technischen Wissen, das man haben muss, weil das auch nie mitgedacht wird, dass man nicht nur mehr Geld da reinpumpt, sodass die BeraterInnen einstellen können, aber man muss auch mehr Personal qualifizieren, das sich mit Technik auskennt, das sich mit digitalen Gewaltstrukturen auskennt, und das passiert einfach nicht. Deshalb möchten wir gerne, dass lokal und vor Ort Beratungsstrukturen ausgebaut werden, aber auch bundesweit und digital, weil wenn ich in irgendeinem Kaff in Baden-Württemberg sitze, da bin ich aufgewachsen, und die nächstgrößere Stadt 3 Stunden weg ist, ja, dann fahre ich nicht zu einer Beratungsstelle, weil, wenn ich ein junger Mensch bin, ja, ist egal, wenn ich ein junger Mensch bin, dann habe ich kein Auto oder habe generell vielleicht kein Auto, keinen Führerschein und kann da halt nicht einfach hinfahren. Ja, sorry, ich erzähle dir auch, dass ich alle meine Witze da reingeschrieben habe. Aber, okay, gucken wir mal, was passiert. Den Rest schaffe ich auch ohne Notizen. Genau, also das ist so der Wunschtraum, dass wir gerne möchten, dass die Beratungsstrukturen ausgebaut werden. Meine große Sorge ist, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber gerade wird auch das Demokratiefördergesetz verhandelt. Yay, es soll endlich kommen. Im Demokratiefördergesetz bisher in den Entwürfen war es nicht so, dass digitale Gewalt explizit benannt wurde. Im Koalitionsvertrag steht, dass Beratungsstrukturen für Betroffene von digitaler Gewalt im Gesetz für digitale Gewalt stehen soll. Und meine große Sorge ist, dass sich die verschiedenen beteiligten Ministerien jetzt diesen Ball so hin und her werfen, aber keiner so richtig die Verantwortung übernehmen will für Betroffene von digitaler Gewalt. Deshalb setzen wir gerade an verschiedenen Stellen ein, um das entweder in dem einen oder in dem anderen Gesetz drinstehen zu haben. Ich hoffe, ich habe hier keine Dokumente, die so benannt sind, dass man irgendwelche Rückschlüsse ziehen kann auf irgendwas, das ich mache. Okay, genau, also das ist so der Wunschtraum, dass eben auch diese Beratungsstellen mit reinkommen. Das ist tatsächlich der Teil im Gesetz, wo ich sagen würde, es ist extrem idealistisch, weil das schon seit Jahren gefordert wird. Aber, ja, egal, forget it. Oh Gott, da will man einmal witzig sein, ey. Okay, egal, ich zeige es euch einfach so und mache gar nicht in Präsentation, aber ich mache meine Notizen in klein, sonst liest ihr da ja alles mit. Okay, hier waren wir, ne? So, kann ich das in groß? Ich sag ja, grundsätzlich performt man ja immer besser, wenn man komplett versagt in der Technik. Genau, also das ist so der Wunsch, dass wir eben auch die Beratungsstrukturen auf- und ausbauen. Genau, das sind so die zwei oder ich würde sagen fast 3 zentralen Teile in unserem Gesetzentwurf. Das werden die richterlich angeordneten Accountsperren sein. Es wird die Möglichkeit sein, dass Beratungsorganisationen diese Sperren stellen können oder diese Anträge stellen können, weil wie gesagt, das geht bisher einfach noch nicht. Und es ist dieser Ausbau von Beratungsstrukturen. Ja, ich habe 5 Minuten, okay. Ich weiß genau, dass dadurch das Problem digitale Gewalt nicht gelöst sein wird. Es wird einfach so nicht sein. Ich hoffe, ich zerplatze jetzt keine Bubble oder so, aber es wird auch mit diesem Gesetz nach wie vor digitale Gewalt geben. Es ist aber so ein Baustein, den es braucht. Es gibt noch weitere Schrauben, an denen man drehen kann und auch drehen muss, wo auch immer wieder versprochen wird, dass daran gedreht wird. Das ist einmal dieses Sensibilisieren von Strafverfolgung und von Justiz. Wird immer wieder gesagt, ja, wir bauen da mehr Stellen auf und die kennen sich dann aus mit digitaler Gewalt. De facto passiert es aber einfach noch nicht oder wenn es passiert, dann viel, viel, viel zu langsam. Deshalb, das ist so eine Forderung, die man immer wieder rausblasen kann und auch rausblasen muss, weil da passiert nichts. Das andere ist diese vereinfachte Melderegistersperre. Das ist was, das man nicht bundesweit regeln kann, weil es die verschiedenen Länder, der Föderalismus wieder mal, in die Quere kommt. Aber ganz viele Betroffene digitaler Gewalt, auch von Cyberstalking beispielsweise, kriegen ihre Adresse nicht gesperrt
Und dann kann der Stalker ja gerade wieder zum nächsten Einwohnermeldeamt und wo auch immer man das rausfinden kann und die Adresse rausfinden, so ungefähr. Deshalb, diese vereinfachte Melderegistersperre ist super wichtig, auch weil ganz oft digitale Gewalt da nicht ernst genommen wird. Ich habe mit so vielen Betroffenen gesprochen, die gesagt haben, ich habe einen Zettel gebraucht von meinem Arbeitgeber, damit meine Adresse gesperrt wird, weil mir nicht alleine geglaubt wird. Und ich finde das, ja, ich finde es, ja, kann dazu nichts anderes sagen. Was immer wieder kommt, das Buzzword in der Szene immer, ist Medienkompetenz in Schulen, als Schulfach, dass Kinder und Jugendliche darauf vorbereitet werden. Finde ich super, ich finde aber für alle, ganz viele Menschen, die im Netz sich bewegen, sind nicht mehr in der Schule und nicht mehr in den Unis zu erreichen und die brauchen digitale Gewalttrainings, also Medienkompetenztrainings, sehr viel dringender, glaube ich, als ein 5-jähriges Kind oder so. Die brauchen das natürlich auch. Ich sage das gar nicht, dass die das nicht brauchen. Aber ich glaube, die 75-jährige Oma braucht es vielleicht auch, so ungefähr. Und was wir auch brauchen, ist eben Forschung. Wir wissen viel zu wenig, was im Netz passiert. Wir wissen viel zu wenig darüber, wie digitale Gewalt aussieht, wie die Betroffenen aussehen, wie TäterInnen auch aussehen. Und ich glaube, da muss viel mehr investiert werden. Und das passiert auch viel zu wenig. So, eigentlich hätte ich gerne diskutiert, aber offensichtlich habe ich mich verquatscht. Eine große Herausforderung, die wir sehen, falls ihr das als Kritikpunkt sagen wolltet, wer übernimmt die Kosten? Betroffene haben vielleicht nicht das Geld, diese Kosten zu tragen. Das Problem sehe ich komplett. Das ist auch, da raufe ich mir sehr die Haare dran, weil ich die Frage nicht gelöst kriege und weil auch insgesamt der Zugang zum Recht extrem privilegiert ist und viele Betroffene aber eben nicht privilegiert sind. Das ist was, ich hoffe, dass wir da eine gute Lösung, eine gute Antwort drauf finden, aber damit schlage ich mich jetzt seit ein paar Monaten rum, wie wir das ordentlich hinkriegen müssen. Und was eben auch so offene Fragen sind, ist eben, welche Beratungsorganisationen dürfen das stellen? Wie lässt sich vermeiden, dass irgendwelche Menschen diese Maßnahmen auch missbrauchen? Weil es hat ja immer alles zwei Seiten auch. Und ja, ich hätte euch gern gefragt, was wir sonst noch brauchen. Aber ja, ich glaube, wir haben keine Zeit mehr, aber ich sehe auch hier jetzt gerade die Uhrzeit nicht mehr. Ja, eine Minute, falls irgendjemand eine kurze Frage hat, die ich in einer Sekunde beantworten kann, go for it. Ich wiederhole die Frage. Es ist nicht immer eine Frage, es ist sogar ein Tool. Die Hexen.ccc haben letztens rausgebracht, antistalking.hexen.org, was genau dieses Empowerment von Beratungsstellen und Betroffenen und so. Okay, also Tipp an alle, antistalking.hexen.org ist scheinbar ein riesiges, ja, hier kam schon so Applaus, ist scheinbar ein richtig tolles Projekt. Wir haben auch mit dem CCC schon gesprochen, unter anderem zu unserem Projekt, wie ich ja gesagt habe, wir holen uns all das Expertinnenwissen rein, das wir nicht haben. Ja, die nächste. Kannst du zwei Sätze dazu sagen, wie ihr das in den parlamentarischen Prozess reinbringt? Ja, kann ich versuchen zu sagen. Ja, und ich muss mich beeilen. Okay, wir sprechen schon von Anfang an mit verschiedenen MdBs, die sich zu dem Thema schon positioniert haben, haben tatsächlich auch schon Kontakt gehabt zum Justizministerium, haben mit denen drüber gesprochen, weil die sollen das ja eigentlich machen. Machen sie auch. Und werden auch in 2 Wochen nochmal so ein Arbeitsgruppentreffen haben. Also wir sprechen mit verschiedenen ParlamentarierInnen und versuchen so das Gesetz einerseits auf ministerialer Ebene zu pushen und wenn da nicht zu viel passiert, Druck zu machen über das Parlament. So, jetzt muss ich leider abrappen, sonst kriege ich Ärger. Vielen Dank, dass ihr jetzt zugehört habt und die Technik-Failures begleitet habt. Ich hoffe, ihr habt alle noch einen schönen Tag. Falls es weitere Fragen gibt, könnt ihr mir eine Nachricht schreiben. Sina.laumestein@freiheitsrechte.org, aber ich habe auch 2 oder 3 andere Adressen, also irgendeine davon stimmt. Und es kommt dann bei mir an. Ansonsten auch gerne auf Twitter. Da findet man mich, glaube ich, ganz leicht. Ja, das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.